Guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Ich stecke beim Wischmob. Beim Wischmob von Dark Souls heißt es. Ja, keine Ahnung. Ich bleib Pinocchio. Nee, Rotkäppchen. Ich bleib, glaube ich, Rotkäppchen. Wait. Habe ich den richtigen Ring drin? Ist das der... Das müsste der Lava... Ja. Das passt schon. Ich habe mir überlegt... Ich werde... heute... erstmal da hochgucken und versuchen, diesen einen... auf dem Weg nach hinten platt zu machen, bevor ich jetzt nochmal zu Easy Boy gehe. Hier musste ich rechts rum. Ein ganz schöner Laufweg bis dahin. Und so wie ich es bisher festgestellt habe. Hey Julius, grüß dich. Hi. Spiel und Voice. Okay, es liegt nicht an mir. Anscheinend. Ich muss... Hoppala. Das war jetzt dämlich. Ich muss, glaube ich, hier lang, ja. So, hi. Schön, dass ihr da seid. Also bei mir steht auch dran, dass eigentlich alles passen müsste. Chris, das kann ich dir leider nicht beantworten. Was du für seltsame Sachen auf deinem PC drückst. Ah, wo bin ich? Da bin ich, okay. So, wo war jetzt diese Stelle? Kenken, hi, grüßt euch alle. Schön, dass ihr da seid. Genau, hier. Ich werde jetzt erst einmal in die andere Richtung gucken. Nein, 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 nein. Ich habe nur 5 Flakons. Etwas ärgerlich. Ich hätte erstmal das Leuchtfeuer. Boah. Nee, Jungs, nee, ach komm. Ach ja. Geht schon wieder gut los. Ich werde jetzt hier mir erstmal ein paar mehr Flakons besorgen. Wobei, nee, eigentlich, ich, nee, es müsste, eigentlich muss es reichen. Ich will dafür jetzt keine Menschlichkeit verschwenden für dieses mickrige Feuer hier.
allem weiß ich nicht, ob ich mich hier wieder reinporten kann, wenn ich mich jetzt hier rausporte. Deswegen werde ich es auf keinen Fall probieren, mich zu einem anderen Feuer zu porten. Alle anderen haben Sound, oder? Kenken, du wahrscheinlich auch. Wenn Julius sagt, dass Sound da ist, gehe ich davon aus, dass es bei allen passt, ehrlich gesagt. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, gestern hatte ich leider... Nee, Moment. Kann ich hier irgendwie runter, ohne jetzt voll den Schaden zu kriegen? Nee, kann ich nicht. Okay. Diesmal lassen wir uns nicht von diesen dämlichen Steinkugel-Stehauf-Männchen brutzeln. So, da sind wir mal ganz gut durchgekommen. Das Ding macht auch seltsame Geräusche, ey. Bum, 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 bum. So, diesmal. Ich hab schon wieder. Ach komm, ey. Das glaubst du nicht. An diesen dämlichen Dingern. Jetzt geht mir die Pumpe wegen diesen dämlichen kleinen Mistviechern, ne? Das ist... Ah, dieses Spiel. Also, hier wollte ich jetzt lang gucken. M drücken hat Twitch gemutet. Okay, na dann bin ich ja beruhigt. Wow! What? Das habe ich noch nie gesehen, dass die das tun. Oh Mann. Das ist neu. Das war neu. Okay. danke. Da
schreiben, Chat, gibt's Audioschwierigkeiten und wilde Phänomene? Schön, wie schnell der PC neu startet. Nice. Kriege ich hier vielleicht weniger Schaden, wenn ich einfach... Ja, hier kriege ich weniger Schaden, wenn ich einfach das, wenn ich durch die Lava laufe. Ich bin leicht verärgert, dass ich diesen Dicken gerade nicht tot bekommen habe. Ich habe dem auch echt wenig Schaden gemacht. Ich vermute mal, dass ich dem mit einer stumpfen Waffe mehr Schaden machen könnte. Eine wilde Vermutung. So. Ich scheiß jetzt auf den. Ich werde den nicht versuchen zu killen, sondern ich laufe an dem einfach vorbei. Da hinten guckt was durch den Boden durch. Das ist sehr wild. Kann mich das treffen? Nee. Nice. Ah! Was zum... My very own son. I am the son. Was zum Teufel? I have. Yes. Oh. I did. Oh. Hallo, trink! Ich darf nicht. Warum darf ich nicht trinken? Was ist das hier? Ich habe nicht trinken dürfen. Irgendein Debuff? Wahrscheinlich irgendein Debuff. Was war jetzt mit ihm? Was zum Teufel? Ich bin hart verwirrt. I am the sun. Praise the sun. Ja. Ja. Das war er, aber okay. Keine Ahnung. In dem Fall ist er doch nicht der Papa von der Prinzessin, vermute ich mal. Dann war das alles. Dann habe ich das falsch verstanden oder so. Aber es kam halt so rüber, irgendwie so subtil. Aber gut, ey. Nein, ey, nein. Okay. Ach.
Ja, der hat so ein Ding auf dem Kopf gehabt gerade. Eins von diesen kleinen Wesen, was da am Boden rumläuft. Die haben ihn einer Gehirnwäsche unterzogen. Ach ja. Komm in die Gruppe. Momentan bekomme ich auch so eine wilde Werbung auf YouTube. Hast du mindestens 4000 Euro und keine Ahnung, dann habe ich immer schon weggeklickt. Schau, was aus ihm geworden ist. Ja. Der arme Kerl, ey. Ja, ich habe weggeklickt, weil ich keine 4000 Euro habe. Ja, ansonsten wäre ich natürlich, hätte ich mir die Werbung weiter angeguckt, ganz klar. Ich schenke dir dieses Coaching, das eigentlich 2000 Euro wert ist. Oh ja, was es da nicht alles gibt, ey. Es wäre eigentlich schon schön, den Amboss-Kopf zu klopfen. Aber sehe ich gerade nicht. Das dauert mir zu lang. Jetzt heile ich mich einmal voll, bevor ich ihn da unten verprügel. My son, it's setting. It's dark. So dark. Zwei Menschlichkeit. Sonnenlicht-Talisman, Menschlichkeit, Sonnenschwert. Ja, gut, ich bekomme jetzt die Solärrüstung. Okay. Ich will einmal das Sonnenschwert anschauen, ob das vielleicht... Dieses Standard-Langschwert gehört das Solär von Astora. Ist von exzellenter Qualität und höchster Schmiedekunst und wurde stets gut repariert. Leicht zu bedienen und verlässlich ist es auch, doch seinen pompösen Namen dürfte es eher nicht gerecht werden. Okay, schade. Ich dachte, vielleicht hilft das gegen Geister. Der hat mich angegriffen. Warum hast du Solaire getötet, wenn der mich angreift? Hätte man den leben lassen sollen? Ich glaube nicht, oder? Notwehr eben, das war Notwehr. Sonnenlichtmade. Was?
Was ist die Sonnenlichtmade für ein Gegenstand? Ein Helm. Ja gut, er hat sie ja gerade aufgehabt, ne? Hätte ich auch selber drauf kommen können, dass das ein Helm ist. Da, Sonnenlichtmade. Schutz gegen Feuer. Ich habe das Gefühl, ich sollte es nicht aufsetzen. Verlorenen Isolithaus, vollkommen bewegungsunfähig, aber lebendig. Ein widerlicher Parasit. Du es. bin ich besser dran, wenn ich von hier komme? Ja, dann muss ich nicht durch diese ganze blöde Lava latschen, ne? Havels Ring. Hatte der auch einen Ring? Welcher war das? Ich glaube, das müsste der sein. Der Hartstahlring, ja. Den trage ich, ja. Nee, dieser Ring gehörte dem Ritterkönig Randall. Aber ich habe ihn nicht. Ich habe den Ring auch nicht. Gut, jetzt weiß ich, dass es einen Havels Ring gibt. No! Oh, wir fast auch noch Schaden kriegen. Unnötigerweise. Den habe ich wohl übersehen. Aber gut. Ja, der Havels Fußwärmer, der ist gut, ja. Nee, nicht wieder runter. Nein! Oh Gott, nein, was habe ich getan? Scheiße. Ah, ich wollte schnell von dem Aufzug noch runter, bevor er nach unten fährt. Das war eine schlechte Idee. Ah, aber kein Problem. Oh Mann. Ah. Ach so, das Feuer geht gar nicht mehr. Moment. Ich suche gerade ein Feuer, das mir mehr als 5 Flakons gibt. Hatte ich das hier gelevelt? Ich glaube, das hier hatte ich gelevelt. Nee,
hatte ich nicht. Aber das hier ist ja easy. Da bin ich gleich da unten. Na Moment, ich kann auch so eine benutzen. Was ich mir da dabei gedacht habe. Ja, also. Ich habe diese Feuerhüterin da unten gesehen und habe sie in Verbindung gebracht mit der Feuerhüterin, die oben ist. Und die oben hat nicht gesprochen und die unten nicht. Und ich dachte, ich kann die oben, die ja definitiv noch menschlich ist oder zumindest menschlich aussieht, von ihrem Schweigen befreien, indem ich die unten kaputt mache. Und dann habe ich auf die unten draufgehauen. Weil ich dachte, ich kann vielleicht was freischalten, oben. Das war der Plan dahinter. Ja, gebracht hat's leider nichts. Die waren beide stumm und es klang so und beide Feuerhüterin und Ding. Und dann dachte ich, okay, ja, dann in dem Fall muss das... Aber, ja. So, liegt hier unten irgendwo noch mein Zeug rum? Hallo? Ah ja, da. Kann ich... Sterbe ich, wenn ich hier runter? Kriege ich hier Schaden? Wahrscheinlich kriege ich hier Schaden, ne? Ja, hält sich in Grenzen. Was ist mit denen los, mit den Maden, ey? Das ist ganz verwirrendes Zeug hier. Ich hätte am Feuer mal diesen Helm aufsetzen können, einfach um zu gucken, was passiert. Aber ich will's nicht. Jetzt bin ich auf dem Weg. Was mache ich mit ihm? Oh, what? Oh, okay. Den Helm kann man tatsächlich aufsetzen und er leuchtet. Das stand ja dran. Er strahlt ein gigantisches Leuchten aus. Ah. So hat man Licht. Klug. Okay, verstehe. Ja, gut. Jetzt habe ich da, das war jetzt ein Mini Backseat, der das einfach mal eine Info rausgehauen hat. Ist okay. Nicht weiter schlimm. Ändert nichts daran, dass ich es eh nicht benutze. Ich habe keine Lust auf den langen Weg. Das bisschen Schaden nehme ich in Kauf. Gut, ich weiß nicht, ob das in dem Spiel vielleicht irgendwann mal noch Relevanz hat, dass ich jetzt weiß, dass dieser Helm so strahlt.
Aber ich vermute nicht. Ich denke mal, mit Nito hat sich die dunkle Gegend erledigt. Ja, die Frage ist, was mache ich jetzt mit dem Sack da oben? Du hast es vorher schon gewusst? Nee. Ja, ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht realisiert. Ich dachte, der Helm würde mich zu einem Wahnsinnigen machen, so wie unseren guten Solaire. Das war meine Vermutung. Weil der Solaire so wild geworden ist durch diesen Helm, dachte ich... So, jetzt versuche ich nochmal den zu killen hier. Aua. Och nö. Vorhin hat doch gegen diesen Sprung mein Schild geholfen, jetzt auf einmal nicht mehr. Ich hab so einen schon besiegt, ja. Mehrere. Einen? Mehrere? Ich glaube, es waren mehrere. Ja, die Axt ist halt die falsche Waffe gegen den, glaube ich. Ich habe aber keine Lust zu experimentieren. Weil das dauert ewig. So, bis ich jetzt mir eine Waffe ausgesucht habe, dann muss ich die ja leveln. Ja, wobei, mittlerweile wird's schnell gehen. Meine Vermutung ist, dass stumpfe Waffen gegen den wesentlich besser funktionieren. Was macht eigentlich der? Schlag, ein Medium zum Wirken göttlicher Wunder. Der Talisman des Sonnenritters Solaire von Astora trägt ein heiliges Symbol, das Solaire selbst angefertigt hat. Dieser Talisman gibt Solaires aufrichtigen, felsenfesten Glauben wieder. Aha. Hoppla, nee. Ich versuch's jetzt noch einmal so, aber wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann. Das sind Zauberstäbe. Habe ich hier nicht irgendwie hier sowas? Oh, warte mal. Vielleicht kann ich ihn mit dem einen draufgeben. Mit dem Drachenzahn. Kann ich den schon benutzen? Ja. Heiland, zack, ist das Ding schwer. No. So schwer, dass man hier auch runterfällt. Nett von ihm, ja. Ich hau jetzt dem da oben mit dem Drachenzahn eins über die Rübe. Ich meine, das macht ja richtig dick Schaden, ne? Nein. 290. Ja, ich gehe davon aus, dass das dick Schaden macht. Hä? Irgendwas ist gestorben. Und es ist eine stumpfe Waffe.
Autschi. Shit, ach, das ist... Ich weiß nicht. Der hat mir doch jetzt... So viel mehr Schaden hat das Ding jetzt auch nicht gemacht. Aber wisst ihr was? Was ich machen kann? Kann ich den verstärken? Was brauche ich dafür? 10.000 Seelen. Und Drachenstein. Spätestens wenn ich den Drachenstein auf dem Drachenzahn angewendet habe, hat der Drachenzahn Drachenzahnstein. Jetzt bin ich selber verwirrt. Leute. Ich will das Ding da jetzt aus dem Weg haben. Ist total dämlich jetzt, mich an diesem Ding da aufzuhalten, aber... Der ärgert mich nur, falls ich jetzt noch zweimal zu Isalith hinlaufen muss, ärgert der mich jedes Mal. Und außerdem gibt er mir dieses Titanzeug. Ich war mit dem Schild besser dran. Ich war mit Schild besser dran. Ich dachte, ich kann ihm halt so ein One-Tap. Einen easy One-Tap geben mit diesem fetten Drachenzahn-Keulen-Ding, aber eher nicht so. Ich guck mal, was ich sonst noch so habe, was ich vielleicht einhändig verwenden kann. Okkulte Keule. Ja, guck mal. Magie geht auf Stärke. Ist einhändig. Ein Typ Hammer. Dann probier's doch mal damit. Was brauche ich, um die zu verstärken? Okkulte Keule.
Einfach nur Seelen. Gut. Haben wir. Ach, Kenken. Das ist schon ein bisschen gemein. Ey, ist die Rundaxt? Ist das eine einhändige? Vielleicht hätte ich ja mal einen Austausch gegen meine... Plus 5. Oh, Leute, dieses Menü macht mich kirre. Ich muss mir, glaube ich, mal diese Ding kaufen. Diesen bodenlosen Kiste oder was das ist. Ich glaube, damit kann ich mein Inventar verwalten. So, die wiegt 4 Kilo und Angriffstyp normal... Da, Rundaxt, 7 Kilo. Angriffstyp normal. Stärke und Geschicklichkeit, aber dafür brauche ich Wille. Aha, aber diese Rundaxt, die könnte ich vielleicht für meinen Kampfstil benutzen. Dann muss ich aber noch ein bisschen auf Wille gehen. Und ein bisschen mehr Stärke? Nee, Stärke habe ich genug. Wille fehlt. So, ich prügel jetzt mit einer Keule auf den ein. Ah, warte mal. Gerade noch was gesehen, wenn ich gerade schon da bin. Kann ich es auch verwenden? Rundaxt. Ah, für die brauche ich Funkeltitanit. Da noch 2. Gut. So, jetzt haben wir nur noch 6000 Seelen, passt. Hilf kann zwar immer noch nicht, reicht noch nicht für die andere, die Rundaxt, glaube ich, aber... einen noch. Ja, warum denn dann nicht einfach das Geschwind noch hochleveln? Es wird nicht reichen. Boah, Leute, ey, ne? Eisengolem-Kernstück. Will ich eine von diesen Seelen verwenden, um jetzt noch ein Level zu kriegen? Smaug, der hat einen riesigen Hammer. Wäre irgendwie witzig, weiß ich nicht. Eisengolem, weiß ich nicht mehr, was der für eine Waffe hatte. Hexentochter Quelak hatte ein fettes Schwert. Mondlichtschmetterling, das wird... irgendein Magieding sein, was ich von dem bekomme. 1200 Seelen, das ist ja ein Witz. Wow. Ich hab's getan, och, es reicht nicht. Shit. Ja, ich weiß, hier sind Gegner, aber die, wenn ich die kaputt schlag, dann kriege ich da so ekelhafte Viecher raus, die mir hart eins auf die Mütze geben.
Ah, dieses Menü. Nee, hier runter will ich. Ich brauche 25.000 Seelen. Das heißt, die hole ich mir jetzt schnell da unten, dass ich noch einmal Wille krieg und dann die andere Axt benutzen kann. Es wird ja eine Axt sein. Eine ganz normale, hoffe ich. Und die Keule ist für den... Der Drachenzahn hat nicht geholfen. Das hat auch nicht wirklich mehr Schaden gemacht. Diese Dinger kriegen einfach nicht viel Schaden, glaube ich. Die muss man so platt machen, wa? Hm, könnte sein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall klatsche ich jetzt dich. Nee, gegen zwei Schwerter hauen habe ich nicht so gern. Hau mal mit einem zu. Danke. Reicht das schon? Wie viel gibt der? 800. Ah. Muss ich leider noch zwei von denen killen. Nein! Ach, an so einer blöden Ecke. Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Steve, grüß dich. Hi, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich. Arena ist draußen. Ja, ich habe noch keinen Zugang. Hast du schon Zugang? Steve, sonst würde ich Arena spielen heute. So ein Mist. In dieses dämliche Loch reingefallen. Es ist alles. Komm. Dass der nicht einzeln kommt. Doch, kommt er. Sehr gut. Ja, bei mir steht auch Soon. So, jetzt reicht's auf jeden Fall für das letzte Level Wille und die andere Axt. Jetzt nur nicht wieder hier runterfallen, dann ist alles gut. Wie viel schneller wäre ich jetzt ohne meine... Ja, schon ein bisschen.
Okay, dann habe ich mal eine neue Axt zum Ausprobieren und die kann ich auch ein bisschen höher leveln. Dafür brauche ich aber dann dieses Funkeltitanit. Ich glaube, der droppt diese. Der, den ich hier gleich töten will. Droppt die hoffentlich. So. Und jetzt kann ich die andere Axt benutzen, hoffentlich. Wie viel hatte denn die krude Kampfaxt überhaupt an? War die schon auf über 200? Ja, ich glaube, ne? 218. Und die ist jetzt bei 138, aber mit Magie. Und ein bisschen mehr Reichweite. Und die sieht nicht so aus, als sollte man sie einhändig führen, ehrlich gesagt. Egal. Ich bin mächtig. Ich führe so eine gigantische Riesenaxt einhändig. Freaky Andy. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. So. Gucken wir mal, ob diese mit Magie zu tun habende Kampfaxt ein bisschen mehr als meine andere Axt tun kann gegen den stumpfe Waffe. Ach, die habe ich ja auch noch dabei. Habe ja auch noch die Keule dabei. Ich könnte auch erstmal die Keule benutzen. Die okkulte Keule. Kommt ungefähr aufs Gleiche raus. Andy, wie geht's? Steve, wie geht's dir und euch allen anderen? Wie war euer Tag? Ich meine, die meisten habe ich ja gestern im Chat gelesen. Wie ging's? Selber. Ich kann mich anschließen. So. Das ist eine saudumme Idee. Aber ich probier's. So. Schwede. Okay, die macht auch nicht mehr Schaden. Die macht auch nicht mehr Schaden als die andere. Nee. Puh, das war knapp. Die macht sogar mehr Schaden. Aua. Nein. Oh Mann, ey. Du bist eine Arschgeige, ey.
Boah, dieser Schlag, ne? Oh oh. Scheiße. Mann, ey, dann muss ich halt doch an ihm vorbeilaufen und versuchen, ihn nicht zu killen. Warum habe ich denn jetzt so Probleme mit diesem Ding? Der ist doch schon mal gefallen. Ich habe keine Lust mehr, jetzt gegen den zu kämpfen. Ich renne jetzt zum Boss. Ich dachte, ich habe es hier leichter durchzulaufen, weil dann nur dieser eine Gegner ist. Ja, führen... Ihr wisst schon. Mann, 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 Mann. Der ballert mir halt direkt eine rein, ne? Sobald ich an dem vorbeilaufe. Vielleicht auf der anderen Seite, an der rechten Seite vorbeilaufen. Vielleicht klappt das besser. Oder an ihm vorbeilaufen, mit Schild oben, und dann langsam rückwärts laufen. Lass mich mal vorbei, bitte. Ah, lauf, 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 lauf. Okay, mit 15 Flakons in den Boss. Bei dem Boss hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie... was bringen würde, ein Schild zu haben. Deswegen packe ich das, glaube ich, weg. Uff, so. Dann schauen wir mal. Zweiter Versuch. Zweiter Versuch. Also, rechts kenne ich schon das Loch. Lernen wir mal links das Loch kennen. Aha, da ist es. Gut. Alles klar, gleich nochmal hinlaufen. Ha! Gibt's da noch mehr Löcher? Kommen die random? Nein, die Löcher sind nicht random. Wenn ich weiß, wo das Loch ist, dann falle ich da nicht mehr rein, ne? So ein Ah! Dum 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 dum. Ich schau mal, ob ich, wie gut ich jetzt an ihm vorbeilaufen kann.
Ich würde sagen, das passt. Ja, geht doch. Kann man doch easy an ihm vorbeilaufen. Schau mal. Muss ihn nicht killen. In der Zeit, in der ich ihn versucht habe, dreimal zu killen, hätte ich ihn auch einmal... einfach mal wirklich versuchen, vorbeizulaufen. So ein Mist, ey. Ja, ich wäre ihn aber schon gerne los, ehrlich gesagt. So, also, das erste Loch war direkt hier, ne? Ja. Oh, da ist auch ein Loch. Wunderbar. Okay, hier ist alles voll mit Löchern. Ach so, ich darf gar nicht... Ach, okay, guck mal an. Ich darf gar nicht auf der Seite dahin. Nein! Was? Nein, hör mal auf jetzt! Ah, da ist ein Loch. Was ist das für eine Schweinerei hier? Warum sieht das so aus, als würde da noch ein gewaltiges Knochenwesen aus ihr rauskommen? Nee, lass mal. Nee, lass mal bitte. Ach komm, ey. Sind das deine Fingernägel? Geh sie dir mal schneiden. Was soll das? Ah! Nein! Wuhu! Oh oh. Das ist voll miese. Du Sack! Ah. Okay, hier sind mehr Löcher. Warum bin ich das letzte Mal hier so gut durchgekommen, ohne in ein Loch zu fallen? Ah! Das ist doch kein Bosskampf. Ich kämpfe mich hier einfach durch irgendeinen random Shit durch, der hier passiert. Es war schon eine gute Entscheidung, hier 15 Flakons mitzubringen. Ach, und sie wedelt mich runter. Oh. Ich glaube, da ist sogar diese Waffe mit 4 Kilo fast zu schwer, ne? Was habe ich denn? Ich brauche doch da nichts. Ich brauche doch da keinen Schaden machen an das ganze Ding hin. Habe ich das Gefühl. Hier. Ist noch leichter. Sind wir noch schneller unterwegs. Bester Try bisher. Danke. Dankeschön. Rotkäppchen ist auf dem Weg. Ach, war das vorhin auch so gemeint? Bester Try. Ja, eigentlich war ich mit dem Drachenzahn gegen diesen Dicken hier, der hier zwischendrin steht, schon echt nicht schlecht dabei, ne? Der hat mich dann nur einmal dumm erwischt. Versuche ich es jetzt nochmal? Nee. Nee, nee. Ich renne da jetzt mit Astoras Schwert rein. Hua! Hua! Und hua!
Hilft mein Schild bei der dicken Lady? Wahrscheinlich schon auch ein bisschen, ne? Wenn ich es im richtigen Moment in die richtige Richtung mache und so. Ich hab's gewusst. Bzzz. Ah, nein! Ach, bleib doch nicht an diesem dämlichen Baumstamm hängen! Was ist denn das jetzt für ein Schmutz? Was für ein unnötiger Unsinn! So, Versuch Nummer 4. Vierter Versuch. Hua! Oh, warte mal. Wenn ich gerade hier... Kann ich nicht auch sowas Verrücktes machen wie... einfach die dickste Rüstung anziehen, die ich habe? Hey, guck mal, wenigstens das Loch ist noch offen. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Was ist das für ein Bosskampf? Ich probiere das jetzt. Ich ziehe jetzt Havels Rüstung an. Und mach's ganz langsam. Weil sie trifft mich ja eh absolut random 10-mal so. Dann, wenn ich dann weniger Schaden bekomme, vielleicht komme ich so ein bisschen weiter. Autschi. Nee, 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 nicht schon wieder am Baumstumpf hängen bleiben. Danke. Gut. So. Die Idee ist, einfach zu übertreiben. Einfach übertreiben. Ich werde jetzt der langsamste Kämpfer, dem sie jemals begegnet ist. Mit einem Schwert. So. Puff. Puff. Oh. Oh, was ist das jetzt?
Dum 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 dum. Es macht immer noch verdammt viel Schaden. Aber ich halte, ich fall nicht mehr um und ich bin tot. Was soll das? Was soll denn das? Vielleicht doch ohne Rüstung und einfach schnell? Weil sie hat ja jetzt angefangen, da oben Schaden zu machen, bevor ich überhaupt unten angekommen war. Ich bin gerade schwer am Überlegen. Sehr schwer am Überlegen. Ja. Habe ich gerochen, dass du mir da hinterher hüpfst. Das eine ist Feuerschaden. Habe ich eigentlich meine Feuerrüstung repariert? Habe ich in die Richtung eigentlich schon geguckt? Ich glaube, in die Richtung habe ich schon geguckt, ne? Ja. Hatte ich die eine Rüstung repariert hier? Diese schwarze Totengräberrüstung, weil die war doch eigentlich cool. Dann probiere ich es jetzt mit der mal, weil das eine ist ja Feuerschaden, das, den sie macht. Nee, sie ist kaputt. Verdammt. Sie ist kaputt. Dann probieren wir es einmal ohne. Ich schau mal, was ohne Rüstung passiert. Ob ich genauso viel Damage krieg wie mit halber Rüstung. Ob ich schneller durchkomme irgendwie. Keine Ahnung. Kann ich hier auch schneller rutschen? Nee, ne? Haha, instant tot. Okay, das ist es auch nicht. Also ganz ohne Rüstung, nope. Ich habe keine Seelen mehr, ne? Scheiße. Ah, Kenken! Ärger mich nicht! Seelen. Reicht das, um eine Rüstung zu reparieren? Weiß ich nicht.
Sag mal, dass ich sie nicht treffe mit dem Schwert. 90 Seelen reicht immer noch nicht, um eine Rüstung zu reparieren. Ich will die großen Seelen hier von diesen Bossen nicht jetzt verwenden. Da hätte ich schon gerne mal die eine oder andere zumindest mal angeguckt. So, kommt mal her, ihr Kleinen. Wow, das ist zu viel. Ein bisschen vorsichtig muss ich schon sein. Ihr kleinen Bastarde. Sehr episch der Fight. Ja. Ich versuche nur Seelen zu kriegen, damit ich meine Rüstung reparieren kann. Mehr will ich nicht. Um mehr geht's hier nicht. Oh, da brauche ich richtig viel für. 1000, 2, 2, 4, 6. Eins, zwei, drei, 4000. Uff, und jetzt habe ich gerade mal 500. Da bin ich besser dran, wenn ich gegen die Tauren kämpfen gehe. Oh, es ist schade, es ist sehr, sehr schade, aber ich weiß sowieso nicht, was ich damit anfangen soll. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich die abgeben kann. So. Uff, bin ich auf einmal langsam. Was das ausmacht. Ah, warte mal. Ich habe ja noch was ich austauschen kann hier. So. Ich muss ja jetzt nicht mehr durch die Lava laufen erstmal. Oh, Moment, ich weiß, warum ich noch so langsam bin. Aus irgendeinem Grund hat er mir Havels Stulpen angezogen. Alles klar. Ah, guck mal. Ja, jetzt. Ach ja. Nächster Versuch. Let's go.
Die Faust, guten, die guten Faustschwerer, ja, genau. Ey, das ist mega die coole Rüstung, die gefällt mir sehr, die Havel-Rüstung, die sieht sau cool aus, aber hat mir jetzt da unten gegen die Lady auch nichts gebracht. Vielleicht gegen den hier. Vielleicht sollte ich gegen den hier Havels Rüstung anziehen. Sollen wir das mal probieren? Es bringt halt gar nichts, ne? Er klatscht mir genauso hart eine rein. Warum gibt es hier Rüstungen, wenn die Gegner trotzdem einem so viel Schaden machen, dass Hopfen und Malz verloren ist? Warum bekomme ich dann eine gigantisch fette Rüstung? Das verstehe ich nicht. Ey, das kann doch nicht. Ja, die sollen mich ja nicht unverwundbar machen, aber der macht genau gleich viel Schaden. Also es ist ja nicht mal so, dass der weniger Schaden... Ich gehe in den rein. Also ich meine, wahrscheinlich macht der einfach so unendlich viel Schaden, dass diese Rüstung keinen Unterschied macht. Und das ist bisher bei jedem Gegner gefühlt so. Deswegen, das ärgert mich ein bisschen. Ich krieg hier die dickste, fette Rüstung... 92 physischer Schaden. Ich meine, was macht denn der für Schaden? Der macht physischen Schaden. Mann, ey. So ein Bullshit. Ich verstehe schon, warum die Leute hier in diesem Spiel nackig rumlaufen. Weil so manche in ganz wenigen Situationen bringt es dir ein bisschen was, aber im Großen und Ganzen ist es einfach scheißegal. Das ist scheißegal, was für eine Rüstung du anziehst. Und das ist doch Kacke. Also mal ganz ehrlich. Es gibt wenige Ausnahmesituationen hier, wie die schwarze Rüstung gegen den Feuerdämon macht ein bisschen weniger Schaden. Ja, okay, halte ich einen halben Schlag mehr aus, der mir am Ende den auch den Arsch nicht mehr rettet. Ist auch einfach sehr lustig, wenn man Bosse killt und nichts anhat. Okay, grüß dich Marius, hi. Die sollen mich ja echt nicht unverwundbar machen, aber wenn ich da eine gewaltig schwere Steinrüstung anhab, also bitte, dass der mir dann nicht den Bauch aufschlitzt mit seinem dritten Schlag, erwarte ich dann schon irgendwie. Für was kriege ich denn sonst die Rüstung? Der Nachteil ist doch, dass ich stinkend langsam werde und er mich öfter treffen kann. Aber dass dieser eine Hit von oben einfach mein gesamtes Leben wegmacht, ist, finde ich, schwierig. Schwierige Entscheidung. Welchen Multiplayer geben wir diesem Angriff? 5 Milliarden. Da.
Und eigentlich bin ich ja hier, um Isale zu killen. Um diesen... Und werd von diesem Typen auf dem Weg einfach ab und zu mal umgehauen. Ah! Ah ja, in diesem Spiel gehört es auch zum guten Ton, sich zu beschweren, oder? Wenn man das nicht macht, dann spielt man das falsch. Meine ersten Videospiele. Mein allererstes Videospiel war Pumuckl, glaube ich, hieß es. Mit dem Klabautermann oder so. Gab so ein Pumuckl-Spiel. Mit so Rätsel lösen als Kind. Oder Petersen und Findus. Ah, wobei, es gab auch noch so ein ganz altes, ja, mit diesem, so einem Balken, der unten entlang fährt und der, wo man dann oben so, ihr kennt's, so Dinger wegmachen muss. Aber eine ganz alte Version davon. Nee, Mann! Lass doch, was ist denn das für eine Scheiße hier? Hüpf doch da einfach hoch, Mann! Ja, und jetzt roll dich wie so ein Aff! Du sollst da hoch! Hüpf doch da hoch, Mann! Was ist denn das? Hüpf doch da hoch! Bestimmt hat jetzt mein Mikrofon übersteuert und ihr habt nichts gehört von dem, was ich gesagt habe. Also das auch, ey, ne? Dass man an so einer verkackten Kackwurzel... Okay. Oh, scheiße. Oh Mann. Oh. Warum fackelt hinter mir eigentlich die Bude ab? Nein!